So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einem weiteren Jahr in Hogwarts. Nein, zu einer neuen Folge von Lego Harry Potter und diesmal ist es der Gefangene von Azkaban. Und heute spielen wir das erste Level davon. Genau, hier steht schon, beginne Jahr 3. Und da gehen wir jetzt mal rein. Das ist das Buch, was ich gerade am Lesen bin. Magda. Ja, jetzt beleidigt er auch noch seine Eltern. Oh, ja, genau. Ja, alles klar, okay. Alles klar, er haut ab, während gerade Sirius Black nach ihm sucht. Okay, ja, klar, kann man machen. Sirius! Ach, und der fahrende Ritter, okay. So viele Zauberer auf einmal. Und das mitten in der Muggelwelt. Okay. Ah, Weasley. Genau, Sirius Black ist nämlich ausgebrochen und ist auf der Suche nach Harry Potter. Neuigkeiten aus Azkaban. Jawohl. Ah, da ist ja das Monsterbuch der Monster. Ah. Hilfe. Böses Buch. Ah, mein Arsch. Stirb. Nein, nicht schon wieder. Hilfe. Was kann ich denn hier machen? Ich gehe hier rein. Nein, geht nicht. Ah. Hä, wie kann ich das denn besiegen? Okay. Und jetzt kann ich was machen? Ah, okay. War Hilfe. Ah. Ich gehe mal hier auf den Tisch in Sicherheit. Ah, okay. Und da haben wir ihm ein Leben abgezogen. Okay. Okay. Und jetzt? Jetzt gibt's nichts mehr zu machen, oder wie? Ah, doch, jetzt schon wieder.
Geld. Okay, und diesmal. Oh, Geld. Okay. Ah, okay. Hilfe. Jetzt wahrscheinlich nochmal. Das da hier zurecht drehen. Genau. Und was passiert jetzt? Und noch ein letztes Mal. Jawohl, wir haben es geschafft. Hermine, Ron. Ah, okay, wir sind jetzt hier in King's Cross. Wurde aber auch mal Zeit. Malfoy ist der Lokführer? Das kann ich mir wohl kaum vorstellen. Aber okay, jeder so wie er mag. Okay, jetzt machen wir mal das da hier kaputt. Und jetzt machen wir mal... Ach, mehr geht nicht kaputt. Ah, doch, hier. Jawohl. Und dann müssen wir, glaube ich, die Blume hier oben drauf. Moment. So. Ich hab's geschafft. Und jetzt können wir hier also weiter. So, und dann jetzt hier so. Und das kann ich alles jetzt verzaubern. 1 von 5. 1 von 5 was? Autsch. 1 von 5 was? Ich hab's nicht genau gesehen. Ach, 1 von 5 Büchern vielleicht. Ah, okay, hier passiert immer nur das Gleiche. Und was kann ich jetzt damit machen? Ah, okay. Ey, wo rennt ihr denn jetzt hin? Hallo? Okay. Aua. Ich muss bestimmt auch darüber, aber wie komme ich darüber? Ich habe da so eine kleine Vermutung gerade. Aber nee, so wird es nix. So wird es hier nirgends was. 3 von 5. Ha. Dieser Zauberspruch bringt uns ja auch nichts. Ah, okay. Ah, okay, ja. Okay. Ah, okay, und das müssen wir wahrscheinlich darüber tragen. Ja, genau. Okay, und jetzt ist ein Sprungbrett. Wie praktisch. Genau das habe ich gesucht. So. Hallo, Blume. Aber wir müssen wohl in diese Richtung. Okay, ah, und jetzt können wir auch hier hin. Hallo. Autsch. So, und jetzt bauen wir was? Ah, okay. Okay. Okay, 2 Zutaten habe ich also schon gesehen. Das ist einmal hier das da hier und einmal, da gehe ich jetzt mal mit Hermine hin. Dass ich da nicht wieder zurückgehen muss, also umdrehen muss. Und einmal das da hier. So, Hermine. Du machst einmal da rein und Ron, und Harry, du machst einmal da rein. So. Und jetzt müssen wir hier so machen. Und das wird was, wenn ich fragen darf? Ah, okay. Ja.
haben wir jetzt 4 von 5, okay. Und das letzte noch, der Knochen. Und das hier machen wir mal noch kaputt. So. Und das kommt jetzt da rein. Und dann nehmen wir mal so einen Trank. Ich weiß nicht, wie der Trank heißt. Ich glaube Power-Trank oder sowas. So, Harry, du bist jetzt ultra stark. Komm, zeig mal, Hermine, was du für Muckis hast. Das hast du wunderbar gemacht, Harry. So, und jetzt können wir endlich auch wieder jetzt können wir endlich einsteigen in den Hogwarts Express. Ach, er hätte fast Kretze vergessen. So, und da fahren wir raus aus King's Cross. So, jetzt sind wir also hier im Hogwarts Express, okay? Und hier ist anscheinend die Frau, die Süßigkeiten verteilt. Ja, schieb mich mal voran. Okay, das bringt jetzt. Ah, okay. Ja, doch, das bringt doch was. Und die Scheiben werden, glaube ich, schon ganz kalt, oder? Die Scheiben sehen aus, als würden sie schon ein bisschen kalt werden. Naja, egal. Wir sammeln jetzt hier erstmal ein bisschen weiter Geld ein. So. Dann hier das noch, was auch immer ich da überhaupt mache. Und das da hier. Und das da hier. Genau. Und dann hier ist noch. Ah, nee, das ist die andere Seite. Upsi. Hallo, mach mal auf. Oh nein, ich kann das gar nicht aufmachen. So, dann dir gebe ich noch einen Lutscher. Und das hat sich mal wieder falsch angehört. So, und dann, was können wir denn hier bei dir machen? So, ganz viel Geld. So. Ich schau mal, was ganz vorne ist. Ah, okay, weiter können wir nicht. Aber der Hogwarts Express war doch nicht so groß. Schau den euch mal an. Also gerade vorhin war der noch nicht so groß. Oh cool, ein lila Stern. Ein lila Stein, meine ich. So. Und dann dich stecken wir mal da rein. Perfekt. Ah, hallo Lupin. Ja, genau. Oh, hoffentlich dürfen wir jetzt Lupin spielen. Oh mein Gott, ja, wir dürfen Lupin spielen. Das ist ja jetzt geil. So. Expecto Patronum. Hallo? Expecto Patronum. Professor Lupin scheint keinen Mondschein zu mögen. Okay. Wir gehen aber jetzt trotzdem rein, Lupin. Da mache ich es eben so. Ach, komm schon. Gut, dann macht ihr das bitte. Aber wir können sowas nicht, Lupin. Okay, und wenn wir hier in die andere Richtung gehen. Okay. So. Ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Lupin, du musst dahin und deinen Zauberspruch wirken. Und hier ist anscheinend die Toilette. Okay. Das ist ja wunderbar hier. So, und hier zaubern wir jetzt mal wieder irgendwas zusammen. So. Und dann hier noch ein paar Geschenke. So, perfekt. Und dann, was können wir hier noch Schönes machen? Ja, je mehr Geld, desto besser.
So. Und jetzt, ui. Da fährt der Wagen auch schon los. Und jetzt können wir also anscheinend da rein. Ja, wir haben es geschafft. Okay, wo sind denn die restlichen Dementoren? Oh, wow, was war das gerade? Kann schon ruhig da lassen, Mama. Louis stört nicht. So, hier ist noch mal eine von diesen komischen Kisten. Und jetzt erstmal hier rein. So. Hallo. Ja, geht doch. Hey Louis. Na, was ist? Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Dementoren im Zug waren. So. Und jetzt Expe ah nee, das ist falscher Zauberspruch. Expecto Patronum. So, dann hier einmal die Sachen zur Seite stellen. Genau. Und dann Run, wir brauchen dich. Ah nee, Moment mal. Wir testen jetzt mal Krummbein. Genau. Hermine hat jetzt nämlich auch Krummbein. Hat sie sich gekauft. So, was haben wir denn jetzt hier? Einen Schlüssel. Okay, und wo muss der rein? Da vorne. Autsch, das hat wehgetan. So, da reingesteckt und dann Lupin. Da. Okay, und aber jetzt mache ich hier so. Und hier sammle ich auch noch ein bisschen Geld ein. So. Und dann schaue ich mal, was ich hier sonst noch so verzaubern kann. So. So, ich als Rumtreiber. So, dann du einmal Spitzhacke. So, jetzt seht ihr hier einmal Minecraft in Lego. Und danke für das Geld, liebe Spitzhacke. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach so, stimmt, hier kann ich eigentlich weiter. Okay, Hermine, du hast ein Buch, das weiß ich. Oben rechts, rechts, links, links. Okay. Und geschafft. So, aber jetzt wieder Lupin. Warum mag denn Lupin bloß kein Mondlicht? Das kann man ja gar nicht verstehen. Okay. Danke, liebe Spitzhacke. Und dann ist hier noch einmal Bombarda. 4 von 5 haben wir. Ah, okay. Ich weiß schon, wofür das da ist. Das muss da hoch. Ey. So. Ey, Lupin, bist du zu unfähig dafür oder was? Hey. Na, geht doch. So, und hier haben wir jetzt einmal 5 von 5. Und wir haben das Slytherin-Wappen. So, da sind noch ein paar Dementoren. So. Ach, hi, Harry. Ist Harry, dann wird es dir besser gehen. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Hauswappen haben wir. Einmal Slytherin. Und wahrer Zauber haben wir. Darauf habe ich jetzt leider gar nicht geachtet. Ah nein, 90%. Schade. Und Stats insgesamt haben wir 1.198.070. Goldene Steine haben wir. Einen für Level abgeschlossen. Ach, okay, und das war's. Ja. Dann drücken wir mal auf Geschichte fortsetzen. Ah, ja, das Festmahl.
Alles klar. Stimmt, Lupin und Hagrid sind ja jetzt neue Lehrer. Einmal Lupin für Verteidigung gegen die dunklen Künste und einmal Rubeus Hagrid für Pflege magischer Geschöpfe war es, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Genau. Und das war's dann jetzt auch hier mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, anscheinend müssten wir jetzt direkt auch zur ersten Stunde mit Lupin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach unten. Würde mich natürlich super freuen. Nein, natürlich nicht. Und wenn es euch super gefallen hat, dann könnt ihr es mir jetzt oben rechts mit einem kostenlosen Abo zeigen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao und tschüss und ja, was es sonst noch so gibt. Ciao.